MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber, liebe Battlefield-Fans, zu einem neuen Video von euren TRC555 und sein Toastbrot gegen die Wand. Das ist natürlich hier ein Commentary zu einem Video von mir, das ich gestern erstellt hatte. Ich weiß die Karte leider nicht mehr, ich kenne sie eben noch nicht so gut auswendig eben. Es hat auf jeden Fall ziemlich viel Wasser. Und wir spielen natürlich den Eroberungsmodus, weil gewisse Leute meinen, dass man bei so einem doch so toll geil Spiel doch nicht so Team Deathmatch spielen sollte, doch lieber mal die Standard-Modi spielen sollte und so. Und ja, habe ich gedacht, gucke ich mir mal an, vielleicht wird es ja doch was. Es ist bei 35 Minuten gekommen. Ich habe so ein paar Sekunden geschnitten, ein paar eben Deaths, wo ich so hatte, aber alles wird jetzt nicht ganz schneiden eben. Es ist halt eben so, seine Response-Zeiten sind da schon recht knackig. Ich bin natürlich auf der Seite der Chinesen, ein neues Volk von Battlefield 4. Ich spiele natürlich gegen die USA, ist natürlich auch möglich, gegen die Russen zu spielen, je nachdem. Kommt auf die Karte alles drauf an. Ja, ich wollte heute eigentlich eher mal nicht nur über das Spiel selber, jetzt über das Gameplay und so reden, sondern eigentlich auf meine erste, das allererste, was ich so zum Game sagen wollte, also meine erste Meinung, sagen wir es mal so. Das sind jetzt 4 oder 5 Stunden Spielzeit jetzt insgesamt eben, so circa mit Beta und alles so rum. Und wollte dann so meine erste Meinung zu sagen, weil es gibt ein paar Dinge, die mich persönlich dann eben doch recht stören. Vielleicht den einen oder anderen auch stören oder vielleicht sogar Leute interessieren, die das demnächst vielleicht mal kaufen möchten, eben, die das vorhaben zu kaufen. Und das Denkwort habe ich mir gedacht, ich erzähle so, was ich davon halte. Wie gesagt, das ist meine Meinung eben. Wenn jemand eine andere Meinung ist, kann er das halt eben gerne selber sagen oder selber ein Video machen, wie gesagt. Aber das spiegelt jetzt hier komplett meine Meinung wider. Ja, dann ist es halt eben so, was hat sich denn jetzt so größtenteils verändert, möchte man mal sagen. Natürlich ganz klar, dass Battlefield 4 auf derselben Engine wie Battlefield 3 natürlich funktioniert, also läuft auf dieser Frostbite Engine 3. Sehen wir schon mein Logo noch im Dings drin, für Omega. Cool, das ist auch eine Neuerung von Battlefield 4. Und ja, was hat sich denn groß geändert? Natürlich klar, viele Waffen und so, die wir aus dem alten Teil kennen und einige Menüpunkte und alles kennen wir natürlich direkt sofort wieder, auch vom HUD allgemein, jetzt hier auch von den Geschützen hier und so, kommt einem ja recht bekannt vor. Das sind an sich viele alte Dinge wieder ins Neue übernommen worden. Was sich größer geändert hat, sind auch manchmal eben, wie sie die Waffen halten und auch Waffen in sich gibt es auch viele neue und wie man sie erreicht, sind ja auch viele Neuerungen drin eben. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass man die Waffen per Klasse so freilevelt eben, sondern eher, dass man die Waffengattung, also Sturmgewehr, Karabiner, Scharfschützengewehr und LMG halt spielen muss. Also man muss mit diesen Waffenpunkten erreichen, um dann die nächste Waffe in der Kategorie Sturmgewehr oder so dann eben freizuschalten. Gewisse Waffen sind eben auch solche Schrotflinte, die muss dann zum Beispiel, die erste davon, muss man beim Versorger freispielen, die ist dann aber wiederum für alle Klassen zugänglich, diese Schrotflinte. Es gibt so ein paar andere Waffen auch genauso. Und mit der könnt ihr dann eben spielen und dann eben auch diese Kategorien wieder weiter freispielen, also eben mit Schrotflinte, die Schrotflinte und so. Und dann könnt ihr diese dann auch wieder weiter spielen. Bei den Klassen, da gibt es ja auch gewisse Änderungen, zum Beispiel ist der Versorger halt, ist den XM25 eben dabei. Es ist eben so ein, eher so ein Anti-Tank-Geschütz-Dinge. Gegen Personen habe ich es jetzt noch nicht erfolgreich einsetzen können, weil das ziemlich ungenau ein bisschen ist. Wenn man damit rumgehen kann, denke ich mal, kriegt man so einiges hin. Anfangs habe ich gedacht, er ist ja OP, aber das hielt sich jetzt so in Grenzen, wie gesagt, eben das Töten mit gegen Personen ist eben nicht so das eigentliche Ziel des Geräts eben, aber es wird ja meistens so missbraucht eben mit den Raketen davon und so. Wie gesagt, eben, eigentlich möchte ich mich eben kurzerhand kurz auch über die positiven Dinge, die mir im Spiel sind und über negative Dinge und Dinge, die mich wirklich absolut stören, ein bisschen reden eben. Ich will nicht über den heißen Brei groß reden, auch wenn ich eine gewisse Zeit hier habe. Ziemlich langes Gameplay eben. Es geht einerseits darum, was mir eben gefällt, sind an sich eben die einige coole neue Waffen, eben AK-12 ist hier dabei, eben da sind einige coole, die SCAR-H ist ja jetzt auch zu haben, kann der Versorger ja auch benutzen, die ist wirklich, sagt, und meiner Meinung nach auch recht OP,
50 Schaden, 42 Mobilität, also von allen Waffen eigentlich den höchsten Schadenausput und höchste Mobilität. Die restlichen Werte da behalten sich eher im Normalbereich. Man kann zwar sagen, die maximal Kugeln des Gewehrs betragen 21, es hat auch eine Kadenz von 620 irgendwas, so glaube ich, war es circa da so rum, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, war circa da so rum. Tja, das hält sich für normal, wenn ich jetzt mal bedenke, dass die Pharma-Sword eine Kadenz von 1000 hat, was ich schon echt krass finde. Bei den Waffen sind eben viele alteingesessene Waffen und das mit dem Level-System, das kann man nehmen, wie man will. Einerseits finde ich ein bisschen doof, weil ich würde gerne eben Scharfschützen auch so freischalten, wenn ich eben mit anderen Waffen, aber die Klasse spielen, wie Battlefield 3 eben, dass ich sie dann freischalte, das wäre natürlich ziemlich cool. Aber das geht leider jetzt nicht mehr so, sondern ihr müsst die Gattung spielen. Das ist nicht so meins wirklich. Es ist je nachdem, das kann man jetzt schwer kritisieren, weil es ist so meiner Ansicht, ich habe Battlefield 3 viele Scharfschützengewehre dadurch freigeschaltet, dass ich als Sniper mit eben SMGs rumgelaufen bin, durch kleinere Karten und so, und habe damit eben Punkte gemacht, eben den Ständer auf den Boden gestellt und so. Und dadurch habe ich dann die neuesten freigeschaltet und konnte dann mit den besseren Snipern rummachen, als statt mir mit den schlechteren rumzuquälen. Jetzt ist es halt eben so, dass man sich eben die Sachen so als Kategorie eben spielen muss. Das Problem ist natürlich, wenn man dann die Standardwaffe schon hat, mit der man vielleicht gar nicht umgehen kann, wird es eben schwierig. Ich muss aber andererseits sagen, das Problem ist jetzt, wenn man eine der nächsten freischaltet, also das nächste Sturmgewehr oder sonst was, wo man damit gar nicht spielen möchte oder sie gar nicht haben möchte, dann muss man ja wieder mit der man die ganze Zeit hier gespielt hat, weiterspielen. Mit der wieder. Das ist ziemlich langweilig, weil man möchte auch immer mal eine Abwechslung haben, immer mit derselben Waffe zu spielen, ist natürlich auch ja auf der Zeit recht öde. Das möchte man ja auch nicht. Man möchte ja irgendwann was anderes spielen, aber es ist natürlich, fällt einem schwer, weil das geht ja nicht, weil man möchte die Sturmgewehrkategorie weiter voranbringen und die neue Waffe, die man jetzt gerade hier freigeschaltet hat, mit der kann man einfach nicht. Das gibt es halt. Es gibt eben die Waffen auch in einem Videospiel, mit denen kann man einfach nicht so gut spielen eben. Das nächste Sturmgewehr, das ich ja freischalte, ist das M412, wenn es richtig der Name war. Ja genau, M412 eben. Mit der kann ich halt eben noch. Aber ansonsten ist halt eben so eine Sache für sich eben. Das ist halt eben Kritikpunkt, auf dem muss jeder für sich selbst entscheiden. Das kann man nicht direkt sagen, ja, das ist scheiße oder das ist gut. Für den einen, der findet es gut eben so und der andere findet es eben nicht so gut. Ich muss sagen, ich finde es nicht so doll, weil man eben wieder eben in dieser Klasse, also dieser Kategorie spielen muss. Ich würde viel lieber die Klasse je nachdem. Aber wie gesagt, da wären sie auch größtenteils eher klassengebunden. Daher behalten wir es mal so. Ich muss das sagen, beim Pionier, das Standard, dieses XM-Dings, wie es da heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, die ist auch nicht so ganz meine Waffe, sage ich mal so. Aber ja, auf kurze Distanz noch ganz okay. Aber wie gesagt, ich muss es mit dieser Waffe eben spielen, um voranzukommen. Die ganzen neuen Menüsachen eben, hier mit den wie heißt es jetzt auch mit den Waffeneinrichtungen und umändern, das haben sie ein bisschen komplizierter gemacht, finde ich. Ich fand es in Battlefield 3 viel einfacher und schneller zu handhaben als jetzt Battlefield 4, aber es kommt natürlich auch wieder auf jeden seinen Geschmack drauf an. Was wurde dann bei den Waffen gesagt? Ah ja genau, da ist mein allererster Kritikpunkt und da ist, oder EA, wer weiß, wer von euch beiden auf die Idee gekommen ist, ganz ehrlich, niemand kauft sich an Battlefield 3, um wirklich eine Kampagne zu spielen. Hier, das ist lustig, beim Treffen sogar. Ich wollte nie die Kampagne spielen, ich habe Battlefield 3 die erste Mission gemacht. Das hat mir nicht gefallen, weil für mich ist ein Battlefield ein Multiplayer-Shooter, wie für viele andere User auch. Ja, eine Kampagne passt einfach nicht. Klar, ihr wollt es unbedingt, weil ihr von der Modern Warfare-Reihe eine Scheibe abschneiden wollt. Und die Modern Warfare-Reihe oder Call of Duty allgemein, die haben schon immer Kampagnen irgendwie gemacht. Zwar ist es heutzutage ja nur noch actionlastig, okay, so gebe ich zu. Aber ich habe sogar die ersten Call of Duties in der Kampagne gespielt. Und somit spiele ich halt auch die Modern Warfare-Reihe. Und die war eben gut erzählt, meiner Meinung nach. Gut inszeniert und hat einfach Spaß gemacht. Aber Battlefield 3 war es so langweilig, es war so öde. Ja? Und jetzt kommt ihr damit an und baut in Battlefield 4 so quasi eine Kampagne auch wieder ein, die vollkommen schnöse ist, die hier irgendwie was kennt, weil es eben schon bekannt ist. Und jetzt dann kriegt man so Freischaltungen wie Multiplayer-Achievements und man kann dort eben die Waffen per Kisten und so holen und so. Das kann man sehen, wie man will, aber ich finde das jetzt, ich will den Multiplayer nicht in der Kampagne haben mit irgendwelchen so Zusatzsachen, und das brauche ich ehrlich gesagt nicht.
lieber eine gut erzählte und abwechslungsreiche, eben mit Wendung und so, aber jetzt andauernd meine Waffe wechseln zu können. Wenn die Munition leer ist, dann muss ich eh wieder die AK der Gegner aufheben, wie immer. Ne? Und da kommen wir jetzt eigentlich zum eigentlichen Kritikpunkt. Und zwar muss man gewisse Missionen, hier bin ich erschrocken, der spawnt hinter mir und macht da Geräusche, ich denke, da kommt einer über mich messern. Kann mal passieren, ne? Wie gesagt, da hat mich, was mir wirklich stört, ist, ihr müsst gewisse Missionen machen, um gewisse Waffen freizuspielen. Da ist zum Beispiel der Revolver der Rex, den müsst ihr durch eine Mission freispielen. Dann gibt es die P90, die müsst ihr da freispielen. Da gibt es noch ein Sturmgewehr oder ich glaube so ein LMG, dieses QBB, wie es heißt. Da, das müsst ihr noch frei dadurch freispielen. Es gibt da glaube ich sogar noch eine andere und das muss ich sagen, das finde ich scheiße. Denn ich werde die Kampagne jetzt nicht spielen, weil ich Lust auf eine Kampagne habe, sondern ich werde sie mit einem Zähneknirschen spielen, weil ich die P90 haben will, weil die einer meiner Lieblingswaffen ist. Und die Rex habe ich auch so oft in Battlefield 3 verwendet. Also werde ich die Kampagne aus Frust und nicht aus Lust spielen. Und das ist genau der falsche Ansatz, EA und DICE. Ihr verkauft ein Spiel, um Leute zu unterhalten, aber um Leute zu zwingen, eine Kampagne zu spielen, um eine Waffe für den Multiplayer freizuschalten, die sie gerne eben dort hätten. Das finde ich ist absolut der falsche Weg. Und das finde ich ist ein Kritikpunkt, den kann man nicht einfach sagen, wie das kann einem gefallen oder nicht. Das finde ich ist ein Kritikpunkt, weil es ist ein Multiplayer-Spiel und Waffen für den Multiplayer jetzt hier einfach so in die Kampagne zu setzen, weil sie wissen, dass sie sonst keine Sau die Kampagne spielt, weil sie eben nicht so doll ist, packen sie einfach mal die Waffe rein und erzwingen so mal, dass da ein paar tausend Leute mehr die Kampagne spielen. Also wenn man ja gemerkt hat, dass die Leute in der Battlefield 3 die Kampagne zu wenig Leute gespielt haben, da würde ich doch lieber hingehen, die Kampagne streichen oder lieber ein, zwei Maps mehr reinbauen oder einen sonstigen Modus einbauen. Der Koop-Modus wurde ja auch gestreicht. Ich gebe zu, der war nicht weltbewegend, aber er war in Ordnung. Ich habe ihn gespielt, ich habe einige Waffen freigeschaltet. Mir fehlt jetzt die letzte, diese G3A3. Aber ich habe sie eben gespielt, es war ganz nett, es ist ab und zu mal eben doch lustig. Auch mit Freunden eben oder auch mit random Leuten. Es funktioniert halt eben, weil eine Kurzmission gegen NPCs, fertig. Ja, ich habe das jetzt recht positiv in Erinnerung, es war ein paar kleinere Probleme da gegeben, aber sonst war es ganz okay, aber den streiche ich jetzt komplett. Und was gibt es? So ein Wettenmodus, irgendwas, wer der Beste irgendwas ist, etwas, was man gar nicht braucht, ansonsten habe ich noch kein neues Feature gesehen, was ich recht schade finde und ist ziemlich nüchtern, sagen wir es mal so. Großes Problem auch, das liegt glaube ich nicht am Firefox, ist, dass auch bei gewissen Waffen nicht richtig die Informationen angezeigt werden, also ihre Werte und so werden nicht richtig angezeigt. Das ist auch schon, wenn es einfach nicht angezeigt wird, das erscheint nicht, das finde ich doof. Dann gibt es natürlich das größte Problem auch, dass gewisse, wie heißt es nochmal, dass gewisse Sachen nicht gezählt werden. Es gibt ja diese Bronze, Silber und Gold Erweiterung. Hier sehen wir ja das Waffendingsbumser hier, die Einstellung. Da ist es so, dass die Werte manchmal gar nicht golden werden. Also es gibt ziemlich viele Probleme eben, dass diese ganzen Sachen, diese erreichbaren, also diese Missionen, Aufträge nicht gezählt werden momentan oder ziemlich viele Probleme da bereiten. Und das ziemlich zum Kotzen. Es gibt, dass wenn eben die erste Bronze heißt, ja, du musst dann mit einer beliebigen Sturmgewehr Kills machen. Und beliebige Sturmgewehr, da zählt zum Beispiel eben die AK-12, die SKH und so drunter. Und ich habe mit der AK-12 schon über 32 Kills und mit der SKA habe ich schon über 10 Kills oder was, der Kugel, weiß nicht auswendig. Und genau da ist das Problem, es wurde nicht gezählt eben. Also ich habe immer noch 0 Kills dort stehen, was ich recht schade finde eben. Bei manchen anderen Leuten funktioniert es halt eben, aber bei mir irgendwie komisch nicht. Schade eben. Das ist eben, was mich ziemlich stört. Was mich andererseits sehr stört bei denen ist aber auch das mit den Battle Packs. Die Battle Packs finde ich echt scheiße, EA. Also ihr könnt ja einerseits eure Aufsätze eben und so per Game, also per Töten der gegnerischen Person freischalten eben. 10 Kills dann Red Dot eben, 20 Kills dann Laser Pointer jetzt so als Beispiel. Und diese ganzen Sachen könnt ihr dann per Battlepack eben freispielen, beziehungsweise eben ab Level 3 zum Beispiel kriegt ihr ein Battlepack, so ein Bronzes Ding. Das könnt ihr öffnen, dann kann dann eben ein Messer drin sein, da kann eine Tarnfarbe für eure Waffe drin sein und eben auch ein Aufsatz oder so mehrere sogar für eure Waffe. Je nachdem, das kann alles sein, das kann Laserpointer sein, das kann Schalldämpfer sein, das kann Rundfunkvisier sein, das können Dinge sein, wofür ihr über 100 Kills braucht, die ihr sofort bekommt. Und hier muss ich sagen, einerseits finde ich es an sich nicht schlimm, weil ihr könnt die eigentlichen Aufsätze normal ja auch freispielen.
aber in der anderen Sicht sagen wir mal so, kann man sehr starke Aufsätze schon frühzeitig bekommen. Da gibt es an sich gar keine Begrenzung, das kann man ja auch nicht machen. Bei den Bronze-Packets ist an sich schon, aber wenn wir jetzt mal von ausgehen von den Gold-Packets, dann wäre das ziemlich dämlich. Ja. Es ist nämlich so, da kommen wir jetzt eigentlich zum eigentlichen großen Kritikpunkt, obwohl das mit den Stufen eben, dass man etwas sehr Starkes bekommt, auch schon ein Kritikpunkt von mir ist. Waffen selber gibt es eben nicht, aber es gibt eben die Aufsätze eben. Das sind, können je nach Waffe eben schon verheerend sein. Ja. Dann das eigentliche, was störend ist, ist ja, ich habe mir Battlefield 4 vorbestellt. Ich habe also als die einen Code mitbekommen, wo ich ein Gold-Package drin bekommen habe. Wenn ich das die Deluxe-Edition vorbestellt hätte, dann hätte ich 10 Franken bzw. 10 Euro so mehr zahlen müssen und hätte dann 3 zusätzliche Gold-Packages bekommen, hätte also 4 gehabt. Wenn ich jetzt Premium dazu gekauft hätte, gut, ich habe mir jetzt Premium geholt, dann kriege ich nochmal zusätzlich 12 Gold-Packages. Und jetzt soll jemand sagen, der sagt, ich kaufe kein Premium und ich kaufe mir auch noch kein zusätzliches sonst was an, ich möchte nur so mal Spiel spielen, der sagt mir jetzt, wie fair er das findet. Wenn ich bedenke, dass in jedem dieser Packages für jede mögliche Waffe, die in diesem Spiel vorhanden ist, mehrere Aufsätze drin sein können, und das ist es eben auch, da können Schalldämpfer, Laservisiere, IR, Granatwerfer, weiß der Kuckuck was noch, so wie viele Sachen eben, also einige vorteilhafte Sachen können da schon recht drin sein. Denn gewisse Aufsätze können gewisse Spiele auch besser machen. Das kenne ich auch. Ich kann mit gewissen Waffen einfach über Kim und Korn nicht zielen, aber dank dem Aufsatz kann ich es häufig sogar noch viel, viel besser und sogar, ne, eben einfach so, um es so auszudrücken, ich kann mit gewissen Gadgets besser spielen und gewisse Gadgets verbessern auch die Waffe. Laserpointer und so Kram sehen oder Schalldämpfer machte ich eben nicht hörbar. Und das eigentliche Problem, wo ich finde, ist auch, ich finde es eben absolut schade, dass eben solche Tarnung gewisse eben absolut nur diesen Leuten eben vorbehalten sind. Also Premium ist für mich eine ziemliche Verarschung. Premium finde ich ist eine Verarschung. Und zwar aus dem Grund, das sind 5, also neben diesen 12 Gold Packets, die ihr zwar nicht sofort bekommt, sondern ihr bekommt nur 3 am Anfang, ihr bekommt die 3 vom Premium. Wenn ihr Deluxe habt, also die Special Edition gekauft, dann kriegt ihr die 3 anderen von denen auch direkt. Und ihr bekommt nur das eine, was ich jetzt vorbestellt hatte. Ihr bekommt also direkt 7 Stück. Ziemlich awesome, ne? Da haben auch einige coole Aufsätze drin. Und bei der Waffe hier waren dann auch ziemlich viel. Das hatte ich in das Video habe ich zuerst aufgenommen. Oder irgendwie so. Aber hier habe ich auch IR gehabt, verbessertes Sichtgerät. Ich hatte hier noch einen Grip und Laser, glaube ich sogar, war noch alles da drin. In einem Package. Ne? Für die eine einzige Waffe hier. Und da kommt es eigentlich, was mich absolut am Premium stört, und das muss ich sagen, das finde ich die Kundenverarschung, die, auf das ich eigentlich die ganze Zeit hinaus will. Und zwar ist es so, ihr bekauft das Premium, das kostet circa, das sind 40, 50 Euro. Ja? Jetzt müsst ihr davon ausgehen, was rechtfertigt den Kauf. Die Battle Packs sind es meiner Meinung nach nicht. Die gibt es zwar ansonsten nicht nachzukaufen, die müsst ihr eben freileveln, momentan gibt es die nicht für echt Geld zu kaufen. Gut, wenn wir das Premium sagen, für echt gekauft, dann könnte man es gelten lassen, aber sonst nicht. Ich sag mal jetzt nein. Einfach, die sind damit enthalten. Mit enthalten sind auch Doc-Tags, wo ich sagen muss, die gehen mir total am Arsch vorbei, die sagen nichts aus, sie sind absolut, diese Dünnschiss, das ist Blödsinn, das ist absoluter Schwachsinn, die Battle, diese Hundemarken, ein absoluter Schwachsinn. Ja? Was ist sonst noch dabei eben, dann gibt es dann eben noch spezielle Tarnfarben, extra nur für die, Premium-Käufer, da muss ich sagen, bei den Waffen ist es absoluter Schwachsinn, das ist nur für sich selber sinnvoll, ansonsten man wird trotzdem gut gesehen, weil überall der scheiß Name hängt und überall alle markiert sind, ne? Aber das Einzige, wo ich sagen muss, ist, bei Fahrzeugen wird's ja, kann man es ja auch übernehmen lassen, ja, aber riesig nach dem Vorteil sehe ich da jetzt auch nicht, es ist einfach nice to have. Und dann, was auch noch drin ist, ist dann eben diese 5 DLCs. Das heißt, diese 5 Packages mit 9 Karten. Da finde ich ja schon die erste Verarsche. Die erste Verarsche besteht darin, dass einer von diesen 5 DLCs einer ist, den wir alle schon haben. Und das ist China Rising. Tschück und weg. Genau, siehst du, da hast du direkt gesehen, ist direkt umgeknickt voller Überraschung. Genau, ihr, die Vorbesteller oder die der Day One Edition, besitzen natürlich die DLC.
China Rising sofort mit. Er hat also schon mal 16 Euro oder was die DLCs Meisterkosten schon mal in den Sand gesetzt, beziehungsweise in den Rachen von EA gedonnert. Herzlichen Glückwunsch. Nicht? Schön. Also, die Einzigen, die davon dann profitieren werden, sind dann die Leute, die die normale Edition kaufen müssen und die eben nicht für die Day One ist, bei der DLC. Die Leute sind aber auch schon verarscht. Denn die Day One Edition, stand ja laut Games, habe ich mal gehört, ist die Day One Edition 5 Euro günstiger als die ohne DLC. Das machen die, damit sie diese Kosten dann dennoch reinkriegen, die sind ja jetzt reingekommen, weil ihr habt sie ja vorbestellt, ihr habt ja in die ersten DLC und so machen sie dann wieder den Zusatzgewinn, den sie ansonsten als Pro, dass ihr sagen, nicht mehr sagen könnt, ihr hättet irgendeinen Vorteil. Das ist absoluter Schwachsinn, nicht? Dann ist es halt eben so, der zweite DLC ist natürlich ein DLC, wo ich wieder sagen muss, das ist so ein DLC, wo ich sagen muss, dafür kann man kein Geld verlangen. Und zwar gehen sie da mal hin, sie nehmen die vom Battlefield 3 vier beliebtesten Karten und tun sie neu ausdrücken und den Battlefield 4 importieren. Und da muss ich sagen, you failed. Weil das ist eine Verarsche. Wer sagt, dass es für mich meine vier Lieblingskarten sind? Ich habe bezahlt, dass diese Karten, es sind wahrscheinlich sogar DLC-Karten, die darin vorkommen werden, in diesen Packets. Es sind nicht vier der Hauptspiel, sondern vier auch die zusammen mit DLC sind, wahrscheinlich sogar, vermute ich jetzt mal. Und das sind die beliebtesten Karten von Battlefield 3. Metro sieht man andauernd. Cybertown wäre jetzt meine Vermutung. Seine Überquerung ist so eine Zerg-Karte. Das sind eben dann Karten, die eben irgendeinen gewissen Nutzen für die User hat. Entweder ist es schnelles Leveln oder so, oder eben, dass man schnell sich gegeneinander trifft. Strike at Karakin war eben so beliebt, weil sie eben fucking eng war. Man konnte sich sehr schnell behagen eben, war, das war einfach in Battlefield 2 so. Dass die Strike at Karakin, also diese ganzen Gebiete, dort für diesen Krieg dort eben als DLC gemacht haben, war einfach, dass sie sich gedacht haben, hey, diese Karten sind halt eben das, was die Leute mögen. Ja? Aber jetzt geht man eben davon aus, dass sie vier Karten einbauen, die von der gesamten Community so als beliebt, also wie sie es auswerten, weiß ich nicht. Denn mich hat auch keiner gefragt, was die beliebteste B3-Karte war. Aber ich finde es verarsche, denn einerseits verlangen sie nochmal 16 Euro zusätzlich so rum für vier Karten, die ich schon besitze, die ich schon im vorigen Teil gespielt habe, die ich vielleicht sogar mehrere Stunden gespielt habe. Also warum möchte ich die jetzt nochmal mit neuen Gewand quasi nochmal spielen? Ja? Das finde ich immer so scheiße. Das finde ich einfach, das ist so, dafür möchte ich kein Geld ausgeben. Ja? Hier fand ich auch lustig. MX4 war die Waffe. Ist ja da muss ich so sagen, da hätte man als gratis DLC. Aber ich möchte doch, wenn ich wirklich die neuen DLC bekomme und so, will ich doch neue Karten. Ich möchte nicht altgebrauchte Karten. Ja? Ich meine, wir können es auch von Black Ops haben. Black Ops 1 natürlich Nuketown, Black Ops 2 Nuketown. Und warum spielen wir es alle? Weil wir damit schneller leveln, weil wir mehr Punkte bekommen, doppelte Punkte und pipapo. Es geht einfach besser. Nicht? Und genau aus dem Grund spielen wir Nuketown, die jetzt Nuketown spielen. Und das ist eben das, also wir haben schon mal einen DLC total verkackt, weil wir ihn schon mal alle besitzen, wir zahlen dafür also, wir haben dafür also 16 Euro schon mal in den Schutt geworfen, dann das zweite DLC beinhaltet vier Karten, die wir entweder schon durch ein DLC gekauft haben, oder die wir vielleicht gar nicht gespielt haben, weil sie im Hauptspiel war und wir sie nicht doll gefunden haben, also haben wir dann wieder nichts, also wir haben zwei DLCs eventuell, also für den ersten haben wir Geld rausgepfeffert, weil es totaler Schwachsinn ist, und für den zweiten vielleicht, weil wir die gar nicht mögen. Also haben wir zwei DLCs, die total schon mal die Verarsche sind. Der dritte DLC wird dann was mit Seeschlachten so alles haben, wo ich dann sagen muss, ja super toll, Seeschlachten, es ist für mich kein Battlefield, das muss jeder für sich sehen, jetzt kann vielleicht was Neues, Cooles sein, das sehen wir dann. Aber ich finde es anders als, Seeschlachten, ja toll, Seesimulator, Der vierte DLC wird dann eher so Häuserkampf sein, da freue ich mich dann schon eher drauf. Kann man sowas wie hier die Karte machen. Und Battlefield 5 ist natürlich das Final-Kampf, weil ich das sagen muss, in Battlefield 3 war der Endkampf genauso langweilig. Ja, aber war, finde ich, ziemlich öde. Capture the Flag, unnötig. Spiel ich, habe noch nie wirklich gern gespielt. Naja, außer in Returnment. Und das sind das, was mir am Premium wirklich verarscht finde, eben die Battle Packs können dann sehr schnell Sachen freischalten, die wirklich sau stark sind. Man bekommt extra Sachen, Tarnung und so, die ansonsten niemand freispielen kann. Und das finde ich, ist schon mal meiner Meinung nach schon wieder die erste Stufe des Pay to Wins. Denn Battlefield 5 wird es wahrscheinlich sogar noch krasser sein.
Und das ist etwas, wo wir jetzt schon reagieren müssen. Ihr findet das jetzt vielleicht witzig und so. Ich denke, ich labere jetzt hier vor mich hin und so. Aber das ist die erste Stufe der Abzocke. Das ist das allererste, was EA jetzt anfängt. Die fangen jetzt an eben mit ihren paar Premium-Sachen. Und dann, wenn Battlefield 5 kommt, kommen dann wirklich die richtigen erstmal zahlenden Sachen. Call of Duty hat es hervorgemacht mit DLCs kaufen, also eben Tarnfarben nachkaufen für 1 € und so. Das haben die alles vorgemacht. Und EA wird danach ziehen, weil sie sehen, das wird bei von Call of Duty wird das abgekauft. Die haben viele Leute, ich habe auch die Tarnfarben bei Black Ops 2 gekauft, gebe ich zu, sie sind auch wirklich cool. Aber wie gesagt, wenn EA da was nachzieht, dann ist es eben meistens nur Geldmacherei. Und genauso wird es eben rauskommen. Ich muss einfach leider aus meiner Sicht sagen, Battlefield 4 ist an sich schon ein gutes Spiel, aber ich kriege das aus dem Kopf nicht raus, dass es sowieso ein Jahresrhythmus irgendwann mal werden wird, auch wenn da ist, das können sie, gesagt, das können sie nicht. Aber mir kommt es hier so vor, ich habe hier nichts Neues drin, ich muss mich auch während des Spiels selber fragen, was reizt mich jetzt denn dran, dieses Spiel weiterzuspielen? Was reizt mich denn jetzt wirklich daran? Das ist lustig, dieser Kill war echt lustig, habt ihr gesehen? Die Granate ist gegen die Wand geflogen, nach unten gedackert und der fliegt er mit seinem Helikopter nach unten und dann boom. So in etwa stellt man jetzt vor, dass es das so gewesen ist. Was ich wie gesagt sagen will, ist eben, es gibt an sich ja gar keinen wirklichen relevanten Grund. Die neuen Karten sind zwar ganz nett, reißen mich nicht vom Hocker und sind auch nicht so immer ganz mein Geschmack. Das Spiel hat auch eben, wie gesagt, ein paar Bugs, die machen zu mir eben Grafikfehler und alles. Das sieht man in anderen Videos, wo ich das auch schon gemacht hatte. Das stört mich ziemlich sehr. Aber an sich, das Spiel gibt mir noch keinen Grund, es wirklich so zu lieben oder wirklich zu suchen oder allgemein irgendwie zu spielen. Das ist das Problem eben. Es ist einfach so viel zu gleich gewesen, einfach aber zu wenig fast Neues gebracht. Diese Karte ist zwar ziemlich cool und abwechslungsreich, aber auf Dauer wird sie dann wieder genauso eintönig wie Metro werden. Das ist einfach, es ist einfach halt eben so. Und das ist eben meiner Meinung nach das ziemliche Problem bei der ganzen Geschichte. Die vielen Waffen, die da jetzt drin sind, die kennen wir alle aus Battlefield 3. Wir haben sie alle in der Hand gehalten, wir haben sie alle mit jemandem gespielt. Und aus dem Grund finde ich es einfach schade, dass es mir eben keinen Grund gibt. Es gibt eben zu wenig neue Waffen im Spiel, um zu sagen, hey, ich will wenigstens die Waffe freispielen. Ist die Scorpion EVU ist jetzt zum Beispiel drin aus dem Black Ops 2, wo sie ja da erstmal wirklich gesehen hat. Arma 3 ist ja auch drin eben. Und weiße Kugel, es sind noch ein paar andere Waffen und so alles. Aber wie gesagt eben, es sind zu wenig wirklich neuere Waffen oder vielleicht Waffen, wo ich gar nicht kenne, also von kennen. Ich kenne eigentlich ehrlich gesagt sogar alle irgendwo aus Videospielen. Aus dem Grund fehlt mir dort auch der Reiz, eben diese zu testen. Battlefield 3 war ja eben, als das Battlefield 3 rauskam, war es eben eine komplett neue Engine. Und total interessant eben, diese dann zu spielen eben. Aber in Battlefield 4 ist an sich so vieles gleich geblieben. Diese Waffe, die ich jetzt hier in der Hand halte, die ist jetzt neu gewesen, ist okay. Aber wenn ich mit dir spiele, habe ich immer das Gefühl, eine Scar in der Hand zu halten, aus dem Grund nicht. Ja. Das ist meiner Meinung nach ein ziemliches Problem eben. Das Spiel muss mir wirklich noch die Begründung geben, warum ich es wirklich im Multiplayer spiele. Denn das Leveln ist auch arg zäh, langsam. Was ich auch langweilig finde, ich hasse es lange zu leveln eben. Ich spiele MMOs eben, World of Warcraft und so, da bin ich die ganze Zeit am Leveln. Und da dauert es ab einer gewissen Stufe auch ziemlich lange, falls die das kennen. Und wenn man das eben, wie gesagt, eben auch auf Ego-Shooter überträgt, eben Call of Duty Battlefield, dann ist es ziemlich blöd eben. Und das hat man dann eben auch dort eben. Das hat man eben hier dann auch das Gefühl eben. Und wenn man in einem MMO irgendwann keinen Bock mehr hatte zum Leveln, dann hat man das auch in einem Ego-Shooter irgendwann mal je nachdem nicht mehr. Und das war einfach irgendwann mal so. Und jetzt ist schon wieder das Level eben für Waffen. Das Level selber weiß ich auch nicht, was das für einen Sinn ergibt, denn die Waffen ergeben sich ja nur durch das, dass ihr mit der Kategorie spielt, nicht durch den Leveler. Nicht? Die Levelers bringen euch eben nur die Battle Packs, gesamte Aufsätze und dann Tarnfarben mit Glück. So random. Ja? Deshalb bin ich mal gespannt, was die DLCs bringen, was man auf Dauer bringt. Was mich auch sehr stört, ist momentan eben diese Sniper eben, die komplett One-Shot sind. Scharfschützen One-Shot finde ich in Ordnung aus der Hinsicht, wenn sie auf einer riesig großen Distanz schießen. Aber auf einer so kurzen Distanz und dann so One-Shot zu machen, bin ich kotzen, weil es einfach unfair ist und ziemlich blöd ist, auch wenn sie repetieren müssen. Ein schnelles Aim und schon ist der andere tot. Und das ist so das, was mich absolut stört. Und es wird irgendwann nur noch Server geben, wo keine Sniperwaffen wirklich erlaubt sind. Das andere, was mich auch ziemlich doof finde, ist, viele Spieler auf vielen Servern sind natürlich die Granatwerfer, Raketenwerfer, Claymores, C4 verboten, weil viele Leute Sprengstoff ziemlich doof finden, weil es einfach eben ziemlich übermächtig ist, weil es einfach
es stört einfach halt eben. Und das finde ich ist das nächste Problem. Hier werden so viele Dinge direkt von Anfang an. Man hat hier den Granatwerfer bei Sunny sofort. Der Versorger hat direkt einen Granatwerfer. Da musst du gucken, ob er wirklich irgendwann mal effektiv gegen Person ist. Der Raketenwerfer des Pioniers finde ich richtig overpowered, weil der muss nicht beep 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 machen, also man kann einfach auf Panzer schießen und der fliegt automatisch auf den Panzer zu. Bei Helikopter funktioniert es nicht, aber bei Panzer funktioniert das komischerweise eben ziemlich gut. Und genau das finde ich eben. Die ganzen Granatdinger, die sind alles wieder da und die sind von Anfang an da. Das, was die Community am meisten gestört hat. Und eben da finde ich einfach, wen hat denn DICE oder EA auf den gehört, auf welchen Teil der Community? Nicht? Alle schreien YouTuber rum und hier bekommt man den Granatwerfer schon in der ersten Minute. Und das hat mich dann absolut schon wieder gestört eben. Ja? Ich finde es wirklich schade, dass so welche Sachen direkt reinkommen, eben und so OP sind und hier der XM25 sogar noch hier so ein Thermalsicht hat. Das ist einfach Wahnsinn. Ja? Ich glaube, hier fliegt auch vielleicht irgendein M320-Kugel um die Ohren. Irgendwas war doch hier. Das ist etwas, was ich ziemlich störend finde. Da hat echt die falsche Community gehört, finde ich sogar. Und es ist eben, es sind alles Dinge, wo ich wirklich ziemlich störend finde. Ja, positiv. Da soll man sagen, ja, es sind einfach eben neue Karten, aber mehr ist es auch wirklich nicht. Ein paar neue Waffen, wow. Ansonsten ist es leider viel zu wenig, um wirklich das Spiel wirklich so als Vollpreis so anzusehen. Es ist für, ich, wenn ich spiele, dann habe ich das Gefühl, ich spiele ein DLC oder ein Add-on mit so ein paar neuen Waffen und neuen Umgebungen und neuen Volk. Wobei das Volk ja keinen Sinn mehr macht, weil in Battlefield 2 hat es Sinn gemacht. Da hat jedes Volk seine eigenen, wirklich spezifischen Waffen gehabt eben. Die Amerikaner eben ihre M4s und so, also M4-Serie, die Russen, ne, die Iraker hatten ihren AK und die P90 und so. Das ist ja hier nicht mehr so. Jedes Volk kann ja alle Waffen verwenden, weil wenn man es nicht macht, dann schreit direkt die Bob-Community wieder rum. Das ist okay, das ist möglich, das ist lame. Und so. Und aus dem Grund macht man es halt eben nicht mehr. Was ich aber schade finde, da ist immer vergessen haben, welches Volk ich spiele. So bei Battlefield 2 wusste ich immer, ich spiele es Amerikaner, weil ich eben die amerikanischen Waffen verwende. Und das fand ich eben cool, eben ich spiele Amerikaner dann gern, weil ich jetzt mal gerne die M4 spielen möchte. Und ich spiele gerne diese Iraker, eben dort das arabische Volk, weil ich gerne mit der PP90 gespielt habe. Aber hier ist es scheißegal, eben darum frage ich mich auch ganz ehrlich, ey, wofür habt ihr die Chinesen eingebaut? Nicht? Das ist eigentlich ehrlich gesagt, klar, das Setting hier, hat einiges chinesische, also chinesische Sachen drin, leuchtet, sitzt hier, steht und alles ist okay, aber das Volk selber macht eigentlich genauso viel Sinn wie ich. Das ist eigentlich meiner Meinung nach so ein bisschen Quark. Ja. Aber das wurde auch gewisser angekündigt. Und ich bin auch richtig gespannt, EA, was ihr mit eurer ach so tollen Zerstörungsengine tun wollt. Das sieht auf Shanghai, dieses blöde E3-Gebäude da, wo ja überall in die Luft fliege oder zusammenbricht. Das war, fand ich schon von Anfang so unspektakulär, wie eine Fliege beim Kacken zuzusehen. Das geht mir so am Arsch vorbei, ihr habt dann in der Mitte der Karte ein Haus zusammenkracht. Ja, solange ich nicht daran schuld bin, dass ich eine Moab drauf geschmissen habe und das Ding deshalb zusammenkracht, ist es mir eigentlich relativ scheißegal, ob so ein Ding zusammenkracht. Das Problem ist, hier funktioniert das nämlich eben nicht. Der Karte kann ich keine Brücken, diese ganzen Holzbrücken zusammenstürzen, ich kann hier keine Gebäude einstürzen, ich kann das Schlachtfeld hier auch nur minimal beeinflussen, und zwar kann ich dadurch beeinflussen, wenn ich diese Plastikholz, also Holzpappendinger hier oder kaputt schieße, diese kleinen Häuschen und so, das kann ich eben detonieren lassen und zerstören. Aber kontrolliere, wenn er einreißen geht, er eben nicht. Also an sich ist es eigentlich nur so ein Marketing-Trick gewesen mit dem großen Zerstörungsgebäude, mehr war es nicht wirklich. Deshalb ist es eben ziemlich schwierig. Ich kann Battlefield 4 einfach. Ich kenne viele Freunde, wo es eben ziemlich negativ finden und die Erfahrung gesagt haben, das wird scheiße. Das ist halt eben so lustig. Hier finde ich es auch lustig, man bekommt dreimal angezeigt, dass man denselben Level-Up hatte. Das finde ich eben absolut kurz. Wofür wird das dreimal angezeigt? Absoluter komischer Kram eben. Wie gesagt, also wenn ich Battlefield 4 eine Bewertung geben müsste, müsste ich 5 von 10 geben, weil es zu wenig ist. Es ist dasselbe Spiel mit komischen Erneuerungen, mit zu wenig Erneuerungen, mit viel abgespeckten Sachen, erzwungener Kampagne zu spielen, um Multiplayer-Waffen frei zu spielen, Battlepacks, die jemanden Vorteile bringen können, wenn man eben auch ein bisschen Geld dafür bezahlt hat, Wiederverwerten der DLC-Karten und DLC-Verarsche, besonders beim ersten 16 Euro für nichts. Das geht in die falsche Richtung, ihr müsst mehr auf die Community hören, ich finde, das ist absolut der falsche Weg, es ist jetzt meine Meinung, was ihr davon denkt, könnt ihr unten reinschreiben. Aber wie gesagt, das Spiel kriegt von mir mal ein 5 von 10, weil es einfach
gewisse eben Dinge hat, wie gesagt, das sind eben gewisse Dinge, wo ich absolut stören würde. Und jetzt hat die gefragt, ihr könnt eure Meinung dazu schreiben, bin offen dafür, aber wie gesagt, lasst euch immer einen Hinterkopf bewahren, das ist meine Meinung. Ich denke halt eben gewisser Art und Weise etwas anders über das Spiel als ihr vielleicht. Das war euer TLC mit Trussbrück jemand und einer neuen Folge Battlefield 4. Man hört sie auf YouTube.